Ja, hallo und hiermit herzlich willkommen zurück zu Broken Puppet. Und wir bahnen uns weiter unseren Weg durchs Wasser erstmal. So. Wir müssen nämlich hier rüber. Und da wir nicht durch den Zaun kommen, hat es hier nämlich so ein Dings, so eine Plattform. Können wir rüber. Und hier. Und dann müssen wir diesen hübschen Stern hier, den machen wir mal hier rüber. Sonst kommen wir nämlich nicht durch. Und den Mond. Oh. So. Ach, ich bin so doof. So. What the hell? Whoa. Little did she know that the energy supply for the theater come from the ashes of her partners. Okay, krass. Das sind alles ihre alten Kumpels hier, die einfach mal eingeschmolzen werden. Wow. Das sieht ja unheimlich aus hier. Ich mach mal hier. Das muss doch total warm sein, wenn der Boden schon glühte. Ach, da ist wieder so ein Teil zum Hochziehen. Und eine Uhr. Sieht cool aus, ey. The clock had fallen and so it broke. Time passes for everyone. What is this clock doing here? Somebody should throw it away. Jo, das machen wir doch gleich. Was auch immer das mit der Uhr zu bedeuten hat. Jetzt sind wir nämlich in der Uhr drin. Und das sieht total cool aus, finde ich. Ich mag die Geräusche total. Oh. Das sieht unheimlich aus. Ich mag keine Clowns. Ich habe, als ich 12 oder 13 war, erst gesehen von Stephen King und seither mag ich keine Clowns mehr. Das fand ich echt, das hat mich echt geprägt. Gathering could already realize of the memory of the spotlight. The impatient murmur of the audience who await her epic entrance. She could picture the imposter torn apart by her tricks. Ja, und das sieht aus, das sieht nach Bosskampf aus. Und ja, ich hoffe, dass es uns jetzt nicht abstürzt, weil ich hatte eigentlich vorher schon eine Aufnahme aufgenommen. Aber wir sind beim letzten Abschnitt vom Bosskampf, hat es mich aus dem Spiel gehauen. Und ich hoffe, dass uns das jetzt nicht passiert. Wenn doch, dann tut's mir leid. Da kann ich dann leider nichts dafür, aber wenigstens seht ihr dann ein bisschen was vom Bosskampf. Doch, ja, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und laufen mal. Oh, what are you doing here? Are you here to help the stagehands? Nein. Do you really think you have the right to come here and steal my show? Natürlich. Have you even seen yourself? Do you even think somebody would pay a penny to watch a broken puppet? You should not blame me for your disgrace. You've only got time to blame, sweetie. Get out of my sight. You have nothing to do on the stage. Doch, ich bin nackt und sehe schön aus und die Leute zahlen für mich. Lengthy monologue with bored. What are you doing? Are you out of your mind? Du blöde Troller, kommst jetzt mal weg. Ciao. Do you hear that?
If you don't go back to the basement, he will come for you! Okay, und ich erkläre jetzt mal nachher ganz kurz, wie der Bosskampf abläuft. Der tolle Typi schmeißt nämlich Sachen auf uns und kann uns von der Plattform schubsen. Und hier, dieses rote Teil, was gerade runterfliegt, die brauchen wir. Wir müssen den nämlich, mit der ersten müssen wir ihn stunnen. Und mit den anderen zwei müssen wir dem seine Arme wegschießen, dass er sozusagen händelos ist und nicht mehr seinen ganzen Scheißdreck hier werfen kann. Genau. Der schmeißt nämlich immer diesen ganzen Mist auf uns. Und wir müssen jetzt praktisch warten, bis wir, ja, Bomben bekommen. Und solange müssen wir, wenn es möglich ist, diesen blöden Typ hier ausweichen. Beziehungsweise seinen Teilen, die der immer auf uns schmeißt. Na, sammel du mal dein Zeug ein mit deinem Schnuller da um den Hals. So. Ja, super, die Bombe hat es erstmal runtergeworfen, das ist ja kacke. Hier. Nein, scheiße. The audience doesn't even remember you. Ich möchte die Bombe. Los, aufstehen. Hopp. Gib mir die Bombe. So, bam. Genau. Und jetzt haben wir nämlich hier, zack, zack. Ach Mist, das hat nicht geklappt. Ach, scheiße. Ich brauche eine Bombe. Ich brauche eine Bombe. Wo hat's eine Bombe? Ich hab grad keine mehr. Mist. Das ist blöd. Ja, sammel du mal dein Zeug ein. Ich renne ja so lang im Kreis. Bis es mal wieder eine Bombe gibt irgendwann. Ach, kacke. Da hat's nämlich Bomben. Wir nehmen nämlich die. Und. Ach, kacke. Ach, cool, nee. Es hat geklappt. Ein Arm ist weg. So, jetzt müssen wir nämlich, jetzt brauchen wir noch zwei Bomben. Einen für Stun. Einen für den Stun und eine dann für den anderen Arm. Es hat nur leider keine. Und ich hoffe, wir überleben das. Ja. Wir überleben das. So. So. Yeah. Bist du jetzt tot? Bist du jetzt tot? Brauch noch eine Bombe. Brauche ich noch eine Bombe? You're nothing but old scrap. Halt deine Fresse. Ist er jetzt tot oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist tot. Aber.
you done? You're completely insane! Among the dirt and the debris, she found herself. Wir haben's geschafft. There was nothing between her and her goals anymore. She was the protagonist again. The queen of the show. Catherine dropped the one who dared take her place and who was now a part of the debris. Debris of what once was beautiful and she had torn apart. She asked herself if she really wanted to go back. It didn't matter anymore. Her destructive wish was fully filled. Ja, und mit dem Abspann verabschiede ich mich jetzt mal bei euch. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war kurz, aber schön. Und ich fand das Spiel wirklich, wirklich toll. Es hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, ja, lasst einen Daumen da oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald. Ciao.